Kurfürst Joachim II. Von Brandenburg war ein sehr jagd- und baufreudiger Herr, der in der Berliner Umgebung eine Reihe von Jagdschlössern hat bauen lassen, aber auch in der Berliner Mitte Aufträge erteilt hat, unter anderem für eine Erweiterung des Berliner Schlosses. Und diesem Wunsch, dieser Sucht nach Prunk und nach Repräsentation kann man zum einen dieses Gemälde hinter mir verdanken, Kurfürst Joachim II. Hier von Cranach, Lukas Cranach dem Jüngeren dargestellt. Dieser Wunsch nach Prunk ist sehr schön hier auch nachzuvollziehen. Und diesem Wunsch verdanken wir heute auch eine große Anzahl von Cranach-Gemälden, die seit November 2011 zum Bestand des Jagdschlosses Grunewald gehören und den Besucher zu einem Rundgang durch die Renaissance einladen. Lukas Cranach der Ältere gehörte zu den persönlichen Freunden Luthers und hat mit seinem Lutherbild den Eindruck, den man heute vom Reformator hat, maßgeblich mit gefördert und mit beeinflusst. Dieses Porträt von Cranach ist in dieser Form sehr häufig angefertigt worden. Untersuchungen haben ergeben, dass dafür eine Art Schablonentechnik verwendet wurde, die es möglich machte, dieses Porträt in immer gleicher oder sehr ähnlicher Form in sehr großer Stückzahl zu verbreiten und damit letzten Endes auch das Lutherbild wirklich zu verbreiten und bekannt zu machen.